Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer. Ob ich als Erfinder des Gin Blazer Smash das etwas verrückt finde, dass einer der funkiest, tasty, schrägsten Smashes oder Smash-Rezepte mit einer Frühstückszutat ist, die man mit Chartreuse infusioniert? Ja, Mann! Aber ob ich als Miterfinder des Dutch Kakao es sehr cool finde, dass das Rezept nach dem anfänglichen Erfolg nochmal so ein bisschen geändert wurde und dann mit einem Creme de Kakao gemixt wird. Logo. Wir reden über den Cacoa Puff Smash. Und Cacoa Puffs sind in Amerika Schokoladen-Frühstücksflocken. Und es gab, jetzt muss ich überlegen, wie es hieß, das hieß Russell's House Tavern und Sam Gabrielli war meines Wissens der Bartender oder so, stand in dem sehr coolen Blog cocktailversion.blogspot.com, wo zwei Leute einfach nerdig ihre Drinks Experiences preisgeben. Und in diesem, da gab es einen Brunch, einen sehr legendären Brunch in dem Haus und die haben angefangen, eine Brunch-Karte zu machen, und zwar nannten sie Cereal Cocktails. Finde ich sehr geil, also ein Brunch-Cocktail-Menü, wo es darum geht, Brunch-Zutaten zu nehmen. Und sie haben das am Anfang, haben sie diese Cacoa-Puff-Smashes, diese Schokoladen-Dinger mit Chartreuse-Infusion, also eingelegt und dann als Smash verarbeitet. Dann hat man aber, als der Drink wirklich losging und marschiert ist, einfach auch für die Konsistenz und weil es einfach noch geiler schmeckte, das getauscht und hat einen Creme de Kakao genommen. So, und was cool an dem Smash ist, sie nehmen die Idee des Smashes, wie Dale DeGroffin beim Whisky Smash wieder berühmt gemacht hat, und benutzen diese Tricks und Kniffe für den Cacoa Puff Smash. Deswegen ist der einerseits, der Drink ist total simpel, kann man super schnell zu Hause machen. Man bräuchte natürlich nur diese beiden Flaschen und ein bisschen Minze, aber hat man ja mittlerweile zu Hause, Zitronen ja sowieso. Oh, aber man muss es auch ein bisschen abschmecken, denn ich erkläre kurz warum. Es geht darum, dass man eine halbe Zitrone nimmt und diese Stücke kurz ein bisschen anpresst oder sozusagen mit der Hand auspresst. Man kann es auch nochmal maddeln, aber eigentlich reicht es so. Und dadurch bekommt man sozusagen natürlich ein bisschen frischen Zitronensaft. Dann nimmt man irgendwie so drei ordentliche Spitzen von Minze und nimmt nur die Blätter, also wenig Stiel möglichst, vielleicht hier so die Spitze, dass man so ähnlich wie beim Mojito, keine Ahnung, 10, 15 Blätter da rein bekommt. So, diese Machart vom ursprünglich Whisky Smash hat den enormen Vorteil, anders als wir heute zum Beispiel den Gin Blazer Smash machen, dass man durch die Verwendung ganzer Zitronenstücke auch diese ätherischen Öle gleich mit in den Drink bekommt. Also es gibt auch so eine leichte herbe Note, die durch die Zitronen Haut kommt, was man sonst aus Zesten bekommt, diese feinen Öle, die ätherischen Öle, kommen hier mit in den Drink. Das ist toll, das wollen wir auch. Sehr einfach, Drink ist quasi fertig. Was wir jetzt brauchen, sind im Original, wären es 2 cl Creme de Kakao und 4 cl Chartreuse, also 1:2. Das interessante, tolle oder Problem mit Dutch Kakao ist, dass wir diesen Creme de Kakao so gemacht haben, dass er möglichst wenig Zucker hat. Sozusagen am unteren Ende des Zuckerlevels. Deswegen hiervon vielleicht ein 0,5 cl mehr. Oder ein bisschen, man kann auch einen kleinen Schuss Zucker sonst dazugeben, weil der ist nicht ganz so süß. Oder aber man muss es einfach nachher mal abschmecken. Weil eine halbe Zitrone ist natürlich auch eine gewagte Maßeinheit. Mal sind es große Zitronen, mal kleine, mal saftig, mal nicht saftig. Es geht um diesen funky Geschmack. Man muss Schokolade schmecken, man hat die Frische, die Minze ist sowieso da und dann kommt der schräge, liebgewonnene Chartreuse. Dieses Kräuterwunder aus Frankreich, und zwar in der grünen Version mit 55 Volumenprozent feinstem Alkohol. Man kann ja ahnen, dass unser kleiner Cacoa Puff Smash durchaus smashige Wirkung hat. So, das war's schon. Also, wir haben eine halbe Zitrone, quetscht die ein bisschen rein, wir nehmen ein bisschen Minze, wir nehmen Dutch Kakao und wir nehmen Chartreuse grün. Fertig ist das Ding. Wir müssen jetzt noch kalt shaken. Auf geht's.
ein bisschen kräftig. So. Und jetzt muss man als Gastgeber manchmal auch cool sein. Wenn einem, das ist mir schon beim Shaken aufgefallen. Also, ich wusste, dass ich hier einen Fehler machen werde, weil mir eine Sache fehlt. Da hatte ich mir schon überlegt, wie ich das sozusagen charmant überspiele. Das ist ja die wichtigste Fähigkeit, wenn man zu Hause eine Cocktailparty schmeißt. Es ist nicht immer alles perfekt, aber man kann natürlich versuchen, das charmant zu lösen. Andererseits, ein zweiter Fehler ist mir gerade beim Shaken aufgefallen. Ich habe nichts vergessen, darum geht's nicht. Also nichts in dem Cocktail, aber ich habe das Glas vergessen. Bin gleich wieder da. Hups, na, wo kommt das denn her? So, also jetzt habe ich das Cocktailglas, was ich eben vergessen hatte. Und die Sache, die ich wusste, die nicht ganz so perfekt ist, aber da müssen wir jetzt einfach schauspielern. So ein Smash. Wenn man also Minze oder auch Basilikum kaputt shakt und das Thema ist, man hat viele kleine Minzstücke in dem Glas. Und wir Barkeeper reden dann immer vom sogenannten Double Strain. Hört sich ganz toll an. Zweifach gestrained Strain heißt 7. Ist also ganz einfach. Man hat normalerweise ja so ein Barsieb. Dann nimmt man noch ein zweites und zwar ein T-Sieb und hält das da drunter. Dann wird es schön fein gesiebt. Es geht darum, dass man die grünen Stücke sozusagen nicht mit in dem Drink haben möchte. Sieht nicht so schön aus. Was man wissen muss, wofür ich weiß das, also es gibt unterschiedliche, das ist der sogenannte Julep Strainer, der hat hier nix. Dann gibt's sogenannte Hawthorne Strainer, die haben ganz feines Sieb. Wenn man das gut benutzt, dann geht vielleicht schon kein Stück Minze mehr durch, wobei ein bisschen geht meist immer noch. Andererseits, kennt jeder, der mal im Le Lion gearbeitet hat, passt, so, im Le Lion nehmen wir immer einen Julep Strainer, um das Eis zurückzuhalten und dann einen Teesieb, um die Minzstücke rauszuholen oder die Basilikumstücke. Denn wenn sich das hier drin verfängt, dann kann man richtig lange sauber machen und man kriegt es nie raus. Also natürlich kriegt man es raus, dauert aber ewig. Also, ich nehme den jetzt mal und normalerweise würde man jetzt sozusagen einen Teesieb hier drunter halten und das fein sieben. Ich lasse es jetzt so ganz langsam hier rüberlaufen und gucken, ob da kommt ein kleines Stück. Aber es bleibt im zweiten. Ich mache hier auf Profi. Na, jetzt ist es doch noch durchgekommen, glaube ich. Egal. Also, in meiner Lagerhalle in Ahrensburg würde ich sagen, fehlt noch ein Double Strainer, also das T-Sieb. Aber vielleicht könnt ihr das System erkennen, wie man es normalerweise machen würde. Das hier wäre das T-Sieb. Ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera, also ich von hier kann erkennen, dass da ganz feine kleine Stücke Minze drin sind. Ich weiß nicht, ob man es auf dem iPhone-Qualitätsvideo hier sehen kann. So, fertig ist der Cacoa Puff Smash. Es ist ein höllisch gutes Getränk, es ist funky, es ist cool. Man darf es nicht unterschätzen, weil es ist wirklich juicy, fruchtig, kräutrig, cool, schokoladig. Aber 55 Volumenprozent, drink responsible, haben durchaus Volumen. So, fertig ist die Maus. Und es schmeckt richtig geil. Tschüss. Wie gesagt, probiert's aus. Wichtig ist zu justieren, dass es mit der Zitrone klappt. Vielleicht, wenn euch das zu frisch erscheint und ihr nicht genug Schokolade kriegt, gebt ein halbes CL Zuckersirup hinzu oder ein bisschen Zucker. Wenn es doch sozusagen jetzt zu kräftig, also hier ist ja gut, aber wenn es jetzt zu kräftig gewesen wäre, weil gerade so ein bisschen Zucker wird es dann dämpfen, kommt noch ein bisschen mehr von den anderen rum, kann man mal ein bisschen drauf rumprobieren. Man kann das natürlich auch einfach mit frisch gepresstem Zitronensaft machen und das perfekt ausbauen, dann hätte man ein Rezept, wäre aber nicht die originale Machart und ist ein bisschen langweilig, weil uns fehlen dann diese herben Töne der Zitronenschale, die wir jetzt mitgeschenkt haben. Wie auch immer, probiert's aus. Ich finde, es ist ein Mega-Drink. Oder probiert eine Art Original. Ich weiß nicht, was es so für Choco-Loops hier im Supermarkt gibt. Nehmt das, gießt Chartreuse drauf, mixt das als Smash. Besser ist natürlich, wenn ihr Dutch Kakao nehmt, ist klar. Habt Spaß. Probiert einen Cacoa Puff Smash. Ich glaube, Cacoa Puffs gibt's in Deutschland nicht. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Kann man mal googeln. Cacoa Puff, das ist diese Serialie aus Amerika. Ich glaube, sie gibt's in Deutschland nicht. Wichtige Empfehlung, Cocktail Virgin, ein Wort, blogspot.com, also cocktailvirgin.blogspot.com. Hässlicher Google-Blog
Ist aber cool. Zwei Jungs, die permanent über das Saufen schreiben, kann ich absolute Leseempfehlung. Ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist, aber die haben es jahrelang gemacht. Ich habe es immer gerne gelesen. Ist ein sehr cooles, ein cooler Blog. Daher habe ich auch den Drink. Und was gibt's noch zu sagen? Hier kommen noch ein paar Trinkabenteuer-Videos. Also, bis zum nächsten Trinkabenteuer. Und jetzt darf ich es wieder sagen. Ciao, Kakao. Geilo.